Hallo und herzlich willkommen zu Kopf oben halten, dem Videopodcast für Familien während der Corona-Krise von mir, Nora Imlau und Urania Berlin. Es ist viel passiert, seit ich diesen Podcast angefangen habe, als ganz frisch die Kontaktbeschränkungen verhängt wurden. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster rausschaue, dann sehe ich nicht nur, dass mittlerweile Sommer geworden ist, sondern auch, dass es sich viel mehr wieder nach Normalität anfühlt, das Straßenbild. Ne? Die Menschen sind wieder unterwegs, die Cafés haben wieder geöffnet. Für viele Menschen ist wieder Alltag eingekehrt. Und es gibt Lockerungen in den verschiedenen Bundesländern, die fallen unterschiedlich aus. Ich lebe hier mit meiner Familie in Sachsen. Hier sind die Lockerungen sehr, sehr weitgehend, auch für Familien. Also die Kindergärten und Krippen haben hier wieder komplett geöffnet. Auch die Schulkinder gehen alle wieder zur Schule, nicht alle jeden Tag, aber alle gehen wieder. Und das heißt, für mich und meine Familie hat sich auch vieles jetzt verändert in den letzten Wochen mit diesen Lockerungen. Ich weiß aber, dass das nicht in jedem Bundesland gleich ist und dass viele Eltern immer noch mit ihren Kindern auch zu Hause sitzen, mit Kindern, die nicht betreut worden sind seit Monaten. Und mit Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern, die oft langsam die Geduld verlieren, weil man überall in den Medien so wahrnimmt, die Krise ist quasi vorbei. Und viele Eltern haben das Gefühl, sie müssen sich fast mehr rechtfertigen für Unpässlichkeiten, als sie das während der Kontaktbeschränkungen mussten, während der sehr strengen, wo sozusagen überall alle zu Hause waren. Das hat natürlich auch eine Form von Gleichheit geschaffen, die sich jetzt im Moment verändert. Und ein großes Problem ist im Moment, dass viele Eltern sich einfach auch abgehängt fühlen, dass sie das Gefühl haben, an jede Industrie, an jede Lobbygruppe wird gedacht, überall werden Hilfspakete geschnürt, alle möglichen Dinge werden wieder eröffnet. Wir können wieder in Bierzelte gehen, wir können wieder in Autohäuser gehen, wir können wieder Möbel kaufen. Nur die Familien und ihre Bedürfnisse werden oft und vielerorts vergessen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Denn auch wenn Kindergärten zum Beispiel wieder geöffnet haben, haben sie im Moment oft nicht die vollen Öffnungszeiten. Und es bleibt ja immer noch das Problem, dass auch Eltern, die selbst Risikogruppen angehören oder in engem Kontakt mit Menschen in Risikogruppen stehen, oder Kinder, die Risikogruppen angehören, von diesen Öffnungen, von dieser Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens ja auch ausgeschlossen sind. Das heißt, es gibt sozusagen einerseits so ein Gefühl von Krise überstanden, aber für sehr viele von uns ist das nicht der Fall, sondern aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen sind viele Menschen noch sehr, sehr stark von dieser Pandemie betroffen und haben zudem aber das Gefühl, mit dieser Einschränkung deutlich isolierter zu sein als noch vor 4 oder 6 Wochen, weil für andere Menschen das Leben fast wie vorher weitergeht mittlerweile. Und deswegen ist es mir wichtig, heute ein bisschen darüber zu sprechen, über dieses Gefühl von einerseits Normalität, das sich auch wieder einstellt, und andererseits aber auch die Spuren dieser Erfahrungen in den letzten Monaten zu thematisieren, die eben nicht einfach jetzt vorbei sind, ja, und auch ganz klar zu sagen, wie wir jetzt als Familien damit umgehen können, dass für uns eine echte Normalität noch weit, weit weg ist. Ich weiß nicht, wie ihr die Nachrichtenlage verfolgt. Ich habe jetzt immer wieder versucht rauszufinden, wie die Pläne auch fürs nächste Schuljahr schon sind. Und es gibt da verschiedene Szenarien, die unterschiedlichen Kultusministerien planen unterschiedliche Dinge. Aber was mir klar geworden ist, bei dem, was ich recherchieren konnte, ist, dass auch das gesamte nächste Schuljahr noch nicht normal in dem Sinne sein wird, wie wir Normalität kennen. Sondern es kann sein, dass diese geteilten Klassen oder dieser Rhythmus, dass die Kinder nur jeden zweiten oder dritten Tag zur Schule gehen, uns noch das gesamte nächste Schuljahr begleiten werden, zumindest in manchen Bundesländern. Und es ist auch tatsächlich wahrscheinlich, dass viele außerschulische Angebote, die aber im Schulsetting sonst verortet waren, ja, AGs, Nachmittagsclubs, solche Dinge wie Schulchöre, Theater-AGs, solche Dinge, vielleicht auf lange Zeit nicht oder zumindest nicht in gewohnter Form stattfinden können. Und das beschäftigt mich sehr, weil ich für meine Kinder immer Schule und Kindergärten vor allem auch als soziale Räume begriffen habe. Es ist mir ziemlich egal, ob da jetzt ein paar Stunden Mathe oder Deutsch ausgefallen sind. Aber ich finde es schrecklich, wenn die Kinder sozusagen ihrer ganzen sozialen Erfahrungen da beraubt werden. Und das ist ja jetzt schon so, dass ganz, ganz viel ausfällt und auch nach wie vor ausfällt. Und deswegen bin ich, genau wie viele andere Eltern auch, oft frustriert, wenn man so ein bisschen gesellschaftlich jetzt mit rückgemeldet bekommt, ja, ihr habt es ja jetzt gut, es ist ja alles wieder offen, es ist ja alles wieder normal. Für uns und unsere Kinder ist noch wenig normal. Natürlich
sind wir froh um kleine Schritte. Es war schön zu sehen, wie mein dreijähriger Sohn wieder in den Kindergarten gehen konnte und sich gefreut hat, die Kinder wiederzusehen, seine Erzieherinnen, Erzieher wiederzusehen. Wir hatten das große Glück, dass das hier in unserem Kindergarten echt auch gut gestaltet wurde, dass die Kinder auch wieder gut Raum zum Ankommen hatten. Das ist längst nicht in allen Kindergärten der Fall. Und ich kenne eine Menge Eltern, die ihre Kinder noch nicht wieder in den Kindergarten geben, obwohl sie es theoretisch könnten, weil die Bedingungen in den Kindergärten im Moment so wenig kindgerecht sind aufgrund der Sicherheitsbestimmungen, die dann in diesen Kindergärten gelten. Das ist von Kindergarten zu Kindergarten sehr verschieden. Aber ich habe auch, als es hieß, die Kindergärten machen wieder auf, unserer Kindergartenleitung eine E-Mail geschrieben und habe geschrieben, ich brauche jetzt ein bisschen eine Rückversicherung. Wie wird denn sichergestellt, dass die Kinder auch emotional wieder gut ankommen in diesem Kindergarten? Denn wozu ich nicht bereit bin, ist, mit Maske mein Kind an der Tür irgendjemandem abzugeben, ohne Abschiedsritual, ohne die Möglichkeit, ihm selber vielleicht die Hausschuhe anzuziehen, es noch zur Gruppe zu bringen, mir auch die Zeit zu nehmen, die mein Kind braucht, um nach vielen Monaten ohne sich wieder einzufinden. Es gibt Kinder, gerade jüngere Kinder, die brauchen im Prinzip eine neue Eingewöhnung nach so einer langen Zeit. Und ich habe wirklich auch dann geschrieben, ich brauche einen Plan, nicht nur wie die Sicherheit in Bezug auf Viren sichergestellt werden soll, sondern ich möchte wissen, wie wird denn die Bindungssicherheit hier sichergestellt. Und das Gute war, dass ich das Gefühl hatte dann bei unserem Kindergarten, wo jetzt unser Sohn hingeht, dass darüber nachgedacht wurde und dass da ein Konzept entwickelt wurde, dass alle Eltern ihre Kinder persönlich zur Gruppe bringen können, dass es eine persönliche Übergabe gibt, dass alle Kinder wieder warmherzig in Empfang genommen werden. Und das waren dann die Bedingungen, unter denen ich entscheiden konnte, meinen Sohn wieder zu bringen. In vielen Krippen und Kindergärten ist das nicht der Fall. Und das stellt Eltern vor ganz schwierige Herausforderungen, weil ja auch nicht jeder die freie Wahl hat, will ich jetzt die Kindergartenbetreuung nutzen oder nicht. Sondern wenn dann ein Job da dran hängt, dann ist da nicht wirklich vorgesehen zu sagen, ich könnte zwar mein Kind wieder betreuen lassen, aber ich will es nicht an der Tür abgeben. Und das schafft ganz schwierige Dilemmata. Und für viele ist es auch eine Schwierigkeit, dass sie zum Beispiel auf Notbetreuung angewiesen waren, die ihre Arbeitszeiten abdeckte. Und jetzt mit der weitergehenden Öffnung dürfen zwar wieder mehr Kinder in den Kindergarten gehen, aber dafür sind die Betreuungszeiten gekürzt und decken die Arbeitszeiten nicht mehr ab. Was wieder bedeutet, wir müssen jonglieren, wir müssen improvisieren, wir müssen immer wieder neue Pläne schmieden. Und das kostet unglaublich viel Kraft. Das heißt, in den ersten Wochen der Kontaktbeschränkungen mussten wir viel Kraft aufwenden, um uns an diesen Stillstand zu gewöhnen, an dieses Nicht-geht-mehr-Gefühl. Und jetzt ist es aber nicht wirklich leichter geworden. Wir müssen wieder ganz, ganz viel Energie aufwenden, um den Alltag zum Laufen zu bringen, auch wenn wieder bestimmte Dinge möglich sind, weil wir permanent neu überlegen und entscheiden und abwägen müssen zwischen unseren Bedürfnissen, den Sicherheitsvorkehrungen und den Bedürfnissen unserer Kinder. Und das ist nicht einfach. Und ich möchte einfach da nochmal dieses Signal auch geben, zu sagen, es ist kein Wunder, dass es sich für uns nach wie vor nicht normal anfühlt, sondern wahnsinnig anstrengend, den Alltag zu managen, weil diese Normalität eben noch sehr fragil ist und sehr wenig mit der Vor-Corona-Normalität zu tun hat, die wir hatten. Und wenn unsere Kinder jetzt auch wieder in die Schule gehen, auch da merkt man, es sind so viele Dinge noch nicht da. Und es gibt immer noch ganz, ganz viele Kinder, die komplett zu Hause sitzen und zu Hause lernen, jetzt den vierten Monat. Und die im Prinzip wissen, vor den Sommerferien wird dann nicht mehr viel laufen. Und man muss sich wirklich bewusst machen, wie anstrengend das auch für unsere Kinder ist. Und ich möchte deswegen nochmal ähnlich wie in dem Videopodcast, wo ich auch ganz stark über Schule gesprochen habe, betonen, dass die Kinder so langsam keine Lust mehr haben auf diese Arbeitsblätter, auf diese Lernportale, auf dieses stille vor sich hinarbeiten und wenig Feedback bekommen, was für viele Familien Alltag ist. Das ist so verständlich und ich möchte wirklich allen nochmal ans Herz legen, da nicht zusätzlich Druck drauf zu geben, nicht mit den Kindern zu meckern oder ihnen Vorwürfe zu machen, wenn sie so langsam immer weniger Motivation zeigen, immer weniger Bereitschaft zeigen zu diesem seltsamen Krisenschooling, was sie da gerade erfahren, sondern den Kindern den Rücken zu stärken, ihn immer wieder zu spiegeln. Das ist total schwer, das ist nicht normal. Und viele Erwachsene, die jetzt den vierten Monat im Homeoffice sind, stellen für sich fest, wie anstrengend das ist. Und für viele Kinder ist das eben genauso. Und den Kindern fehlt all das, was für sie an der Schule am allerwichtigsten ist, die sozialen Erfahrungen, das Miteinander.
Auch die Freizeitangebote, die mit dem Schulalltag verknüpft und verbunden sind. Und in dieser Zeit, in der sich jetzt auch ganz viele Fragen in Richtung Selbstverantwortung verlagern, haben wir Eltern natürlich auch noch einen eigenen Stress, ne? Es sind viele Dinge nicht mehr verboten und das ist einerseits gut, andererseits entlastet es uns eben auch nicht mehr zu sagen, sorry, wir können keinen Kindergeburtstag veranstalten, es geht schlicht nicht, es ist nicht erlaubt, sondern wir müssen uns jetzt hinstellen und abwägen die Bedürfnisse und auch die Dinge, die wir wissen über die Verbreitung dieses Virus. Und wir müssen uns überlegen, wie wir uns dazu verhalten. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir teilweise sehr unbequeme Entscheidungen verteidigen müssen und erklären müssen, warum wir bestimmte Dinge vielleicht noch nicht erlauben, die andere Eltern erlauben. Hallo. Und wir müssen unseren Kindern gegenüber vertreten, wo wir vielleicht auch entspannter oder lockerer geworden sind und dann vielleicht aber auch Dinge wieder zurückziehen, weil wir merken, es ist uns doch nicht wohl. Und es geht natürlich nicht nur um unsere Kinder, ne? Viele haben jetzt das Thema, dass sie die Großeltern sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Die Großeltern werden allmählich ungeduldig sagen, wir wollen unsere Enkelkinder wiedersehen. Es ist doch jetzt auch wieder erlaubt. Und die Großeltern sagen, wir fühlen uns fit und gesund und unsere Nachbarn hatten auch schon ihre Enkelkinder da. Und warum kommt ihr denn nicht? Und dann muss man sich auch überlegen, wie wollen wir da mit umgehen, wie wollen wir da die verschiedenen Bedürfnisse abwägen, ja? Und diese Eigenverantwortung, das ist natürlich in vieler Hinsicht eine gute Sache. Die gibt uns ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, die gibt uns ein Gefühl davon, wieder Handlungsoptionen zu haben und wählen zu können. Aber die lastet auch auf unseren Schultern. Die macht uns Stress, die gibt uns tausende Entscheidungen zu fällen jeden Tag. Und die gibt uns auch dieses Gefühl, persönlich haftbar zu sein für Enttäuschungen, die wir zumuten unseren Kindern, unseren Eltern, anderen Menschen. Und das ist schwer, das kostet Kraft. Und mit Normalität hat das nichts zu tun, auch wenn es sich so anfühlt. Und das ist so ein bisschen das Fiese an der Normalität, die wir gerade haben. Wir erfahren weniger Verständnis für unsere Lage und sind trotzdem kaum weniger belastet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns zumindest gegenseitig darin bestärken, dass das immer noch ein Langstreckenlauf ist und immer noch eine ganz schwierige Krisenzeit, auch wenn es nicht mehr so aussieht. Ich gucke aus dem Fenster und ich sehe Menschen an Eisdielen anstehen, ich sehe Menschen in Cafés sitzen, ich sehe Kinder wieder auf Kinderspielplätzen spielen. Ich bin darüber sehr glücklich, dass das wieder geht. Aber es nimmt trotzdem nichts von dem Stress, den ich jeden Tag habe und den so viele Eltern jeden Tag im Moment haben, immer wieder aufs Neue entscheiden zu müssen, wie wägen wir ab zwischen unserer eigenen Sicherheit, der Sicherheit anderer, unserem Bedürfnis nach Entlastung, aber auch unserem Bedürfnis nach einer gewissen Normalität, die es trotzdem noch so lange nicht geben wird. Ja? Und viele Eltern sind langsam verbittert und auch frustriert und sagen, toll, dann gehe ich jetzt mit meinem Kind wieder zum Möbelhaus, das darf ich ja, in die Schule darf ich es ja noch nicht bringen. Und das ist auch ein Problem. Das heißt auch ein Problem in Sachen gesellschaftlicher Zusammenhalt, wenn sich eine so große Gruppe wie die Familien so vernachlässigt fühlen und nicht gesehen fühlen. Und was dann eben leider manchmal passiert, ist, dass dann auch innerhalb von der Gruppe so Grabenkämpfe entstehen, dass man dann sagt, warum beschwert ihr euch denn? Für mich war es gar nicht schwierig. Ja, ich habe das genossen mit meinen Kindern. Warum habt ihr das nicht gemacht? Das hilft niemandem weiter. Ich finde es ganz wichtig, dass wir stattdessen solidarisch sind, dass wir sehen, dass diejenigen, denen es ohnehin schon gut ging, in dieser Krise es tendenziell es sogar noch oft besser hatten, im Sinne von, yay, ganz viel Zeit mit unseren Kindern, das haben wir uns sowieso immer gewünscht. Und dass diejenigen, die ohnehin schon belastet waren, es noch schwerer hatten und immer noch haben. Das heißt, versuchen wir weiterhin, uns gegenseitig unter die Arme zu greifen, uns gegenseitig Respekt zu zollen, uns auch immer wieder daran zu erinnern, dass wir hier gerade total viel leisten, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und keine Normalität und dass diese Krise noch lange nicht ausgestanden ist. Wir brauchen einen langen Atem. Wir können in mancher Hinsicht ein bisschen durchatmen jetzt. Das dürfen wir genießen, auch ohne schlechtes Gewissen. Und gleichzeitig dürfen wir nicht in diese Falle tappen, zu denken, wir wären zu schwach, weil wir immer noch so erschöpft sind. Wir leisten schier Übermenschliches immer noch. Wir sind jeden Abend so erschöpft, weil wir viel, viel, viel mehr verarbeiten und entscheiden und überlegen und auffangen müssen als im ganz normalen Alltag vor Corona. Und wir müssen trotzdem auch alle im Hinterkopf behalten, dass sowohl wir als auch unsere Kinder durch diese vergangenen Monate echt geprägt sind. Wir müssen immer noch viel auffangen. Da waren viele Ängste, da war viel Unsicherheit. Das ist nicht einfach weg.
Nur weil es von außen wieder normaler aussieht, heißt es nicht, dass wir nicht alle auch noch seelische Spuren in uns haben. Und dass es Zeit brauchen wird, bis die wieder verblassen. Geben wir uns diese Zeit, versuchen wir besonders freundlich und nachsichtig und großzügig mit unseren Kindern zu sein und mit uns selbst. Es ist total normal, dass unsere Kinder im Moment oft wieder mehr Nähe brauchen, schlechter einschlafen können, sehr, sehr enge Essensvorlieben haben, in Babyverhaltensweisen zurückfallen. Also all diese Dinge, das ist das absolut normale Verhalten, wenn Kinder durch eine Stresssituation gegangen sind. Da ist es wichtig, sich nicht in Grabenkämpfen, nicht in Machtkämpfen zu verlieren. Und gleichzeitig, dass wir selber eben auch merken, unser Nervenkostüm ist dünner als sonst. Wir sind belasteter, wir sind angestrengter, wir sind reizbarer. Auch das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Machen wir uns auch dafür nicht fertig, sondern sagen uns selbst immer wieder, auch das ist normal. Und der einzige Weg daraus führt nicht über Härte gegen uns selbst, sondern über Selbstfürsorge. Tun wir uns selbst was Gutes, so oft es geht. Versuchen wir mit uns selber sozusagen mit freundlichen Worten zu sprechen, anderen uns anzutreiben. Und versuchen wir weiterhin gut durch diese Zeit zu kommen und den Kopf oben zu halten. Die Krise ist noch nicht vorbei. Das war's für diese Woche. Allen viel Kraft und wir hören uns wieder. Bis dann.